Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Indy hier und herzlich willkommen zum nächsten Vlog aus Philadelphia. Ja, meine Damen und Herren, Ernest Valverde ist immer noch in Amerika. Ich weiß nicht, wann diese ganzen Vlogs online gehen, weil es gab leider die Tage ein kleines Problem. Und zwar wurden ein paar Videos von mir rotgestellt, in ein paar Ländern gesperrt, ich glaube auch teilweise in Deutschland. Deswegen musste ich ein paar Szenen rausnehmen. Muss mal gucken, wie ich das jetzt die kommende Zeit machen werde mit den WrestleMania-Videos, wie das alles gestaltet wird. Aber da wird sich schon irgendwie eine Lösung finden. Vielleicht kann ich euch leider nicht so viel von den Kämpfen zeigen, aber das meiste habt ihr ja sowieso schon live gesehen. Und ja, heute, wenn ihr das Video seht, ist WrestleMania Tag 2. Wir gehen jetzt erstmal auf die WrestleCon. Das ist sowas wie die Comic-Con, kann man sagen, nur für Wrestler. Das heißt, wir treffen da, da gibt es irgendwie 100 Wrestler, die da am Start sind. Ich kenne aber ehrlicherweise 90% davon nicht. 10% kenne ich da. Und vielleicht können wir gleich ein cooles Foto mit jemandem machen oder mal schauen, was da so abgeht. Ich nehme euch natürlich mit. Das soll, Steini meinte, so Richtung Flohmarkt sein mäßig, so ein Feeling. Deswegen bin ich mal gespannt, was uns da erwarten wird. Lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Das sind leider jetzt meine letzten beiden Tage, wenn ihr dieses Video seht. Es ist Sonntag. Ich bin Sonntag und Montag noch hier. Und deswegen schauen wir mal, was wir noch so erleben werden. Und vor allem WrestleMania Tag 2, da freue ich mich auch nochmal drauf, Leute. Deswegen, let's go. Wir starten rein hier in den Tag in Amerika. Und dann würde ich sagen, Freunde, let's go. Wir sind wieder im Market, Freunde. Frühstücken wie immer. Frühstücken und dann geht's weiter. Na, Video dazu wird noch kommen, dann werde ich euch mal ein paar Läden hier zeigen, aber wir haben eigentlich schon Cheesesteaks gegessen. Wir haben heute richtig schönes Wetter, Leute. Guckt euch das mal an. Es ist aber extrem kalt. Dafür haben wir schönen klaren Himmel. Wir haben einfach eine Kirche mittendrin. Schönes Gebäude. Wir waren gerade auch was essen, aber die Essenssachen, die versuche ich so gut es geht hier rauszuhalten aus dem Vlog, weil ich dazu extra Videos machen werde, die in Ruhe kommen, wenn ich in Deutschland bin. Aber guckt euch das mal an, diese ganzen Wolkenkratzer, wenn du davor stehst. Wie krass das einfach aussieht, Leute, oder? Sieht schon heftig aus, Mann. Wie hoch dieses Gebäude da ist. Ich muss auf jeden Fall auch noch unbedingt zu den Rocky-Treppen, da will ich auch hin. Und ja, WrestleMania Tag 2 steht an. Wir gehen jetzt erstmal zur WrestleCon, habe ich euch ja vorhin auch gesagt. Mal gucken, was da abgehen wird. Wir sind jetzt hier auf der WrestleCon, irgendwo im Sheraton Hotel. Boah, schönes Hotel. Geil, geil, geil. Bin mal gespannt, wie das hier alles aufgebaut ist. Viele Leute schon hier. Welcome to WrestleCon. Mal gucken, was hier abgeht, Leute. Wir sind jetzt oben angekommen. Sieht auf jeden Fall echt schick aus hier, so entspannt, gemütlich. Da ist auch schon, glaube ich, ein paar Wrestler, die man treffen kann. Enzo Amore und. Ja, ist, glaube ich, riesig hier. So, jetzt sind wir in den nächsten Bereich gekommen. Boah, es ist echt voll gemütlich hier. Guck mal, das sind alles, glaube ich, Ex-Wrestler. Aber ich kenne wirklich 80% oder so nicht von den Leuten, die hier sind. Krass, hier steht auch former WWE. Tag Team Champion. Krass, ey, wie cool das gemacht ist. Doink and Dink einfach hier. Die kenne ich auch noch. Mal gesehen. Alter. Voll cool, ey. Einfach Trödelmarkt hier. Ja, ja, mag diese Atmosphäre. Geil, ey. Das ist echt cool. Auch mit Teppich hier und so. Krass, ja, ich zeige euch gleich mal ein bisschen, Freunde, wie das hier aufgebaut ist. Ja. Leute, ihr müsst mal sagen, wen ihr hier so alles kennt. Hier, Zack Ryder. Zack Ryder kenne ich. Ryder. Alter, Zack Ryder, den kenne ich auch noch. Die hat El Rille den einen oder anderen Kampf gehabt. Woo, woo, woo. Ja, ist auf jeden Fall sehr gemütlich aufgebaut hier. Überall so Stände, wo du Sachen kaufen kannst auch. So Figuren und sowas, Titel. Voll schön für die kleinen Kinder auf jeden Fall auch unter anderem. AEW noch heiß war, schön. Da Jay ist auch richtig motiviert heute. Mega geil, dass der will den einen oder anderen Star abgreifen hier, ne? Ja, das eine oder andere Fall. Foto. Ja, ich mache ein Foto mit dir, kann ich machen. Markier mich aber. Ja, hier geht's weiter, Leute. Ich mach mal ein bisschen so die POV-Perspektive. Dann könnt ihr mal sehen. Also hier ist so ein riesiger Raum, wo verschiedene Bereiche sind, wo die ganzen Wrestler sind, Ex-Wrestler. Auch aus Japan, New Japanese. Aus Sanjiro Mobile. Wer ist denn das hier, Alter? Warriors of Warriors Wrestling. Hier, kleiner Gesamtüberblick. Also es gibt hier so, ihr seht ja verschiedene Lines, wo man durchgehen kann. Also sehr übersichtlich aufgebaut, gemütlich. So Trödelmarkt, Inner Circle Feeling. Es sind auch nicht so viele Leute da. Zum Glück, sonst wäre ja komplett alles überfüllt. Aha. Ash by Elegance. Hier haben wir die nächsten. Ja, zum nächsten, zum dritten, zum zweiten. Weiß gar nicht, wer das alles ist, Leute, sag ich ehrlich. Viele kennt man leider nicht. Ist aber auch nicht unsere Zeit gewesen, glaube ich, bei vielen, ne? Eieieiei. Ja, ja. Oh, guck mal, Sky Blue, Leute, kennt ihr die noch? Richtig hübsch. Ist auch hier am Stand. Boah, Junge, ich habe gar keinen Überblick mehr hier, Alter. Das sind zu viele Leute, Alter. Das ist doch verrückt, wie viele Leute hier sind. Ja, geil, was hast du denn hier gezockt, ey? Auf Xbox. Retro. Früher war WWE so. Geil, Alter. Retro-Mania Wrestling. Geil, also. Keine Ahnung, Leute. Das macht hier so voll das familiäre Feeling. Ich weiß nicht, weil auch nicht so viel los ist. Die Leute sind alle cool drauf. Alle haben gute Laune. Aber es ist ja generell hier so, dass alle gute Laune haben. Sergeant Slaughter.
Kennt ihr Sergeant Slaughter? Slaughter. Und Steini, kennst du alles hier so? Viele? Aus der Halle ja einige, aber nicht tatsächlich hier nicht so viele. Aber es muss eher noch die Halle geben, wo Matt und Jeff, Million Dollar Man, Ric Flair und so alle sind. Und ich denke, die werden wir jetzt mal suchen. Aber die erste Halle, ich finde die cool. Ich mag die Atmosphäre hier einfach. Ja, auf jeden Fall. Alles sehr, sehr familiär. Mit wem willst du Fotos machen? Matt und Jeff, Dolph Ziggler, Lita, Billy Gunn, denke ich, Diamond Dallas Page. Ric Flair, 80 Euro? Ric Flair werde ich nicht hingehen, ne? Ric Flair ist ein Affe, Alter. Marty Jannetty, ja. Den kennt ihr aber, Leute, oder? Enzo Amore. Wo ist Enzo Amore? Steht er da am Rücken zu uns. Ach, da vorne. Da steht er. Krass, einfach Enzo Amore. Da ist er. Maschine. Maschine. Junge, das ist auch eine Legende, Alter. Chavo Guerrero, ey, von früher, da erinnere ich mich auch noch dran. Da ist er. Einfach Chavo Guerrero. Soll ich mal zeigen. Oh, wie alt der ist. Was? Hör, wie alt der geworden ist. Oh mein Gott. Was zur Hölle, Alter. Ich weiß doch früher, wo ich mit Eddie Guerrero und Chavo Guerrero alles gesehen habe, geguckt habe. Oh mein Gott, wie alt der geworden ist. Krass, ey. Leute, genießt euer Leben. Wir werden alle älter. Jetzt sind wir in der nächsten Halle. Hier sind aber mehr so Merch-Sachen und sowas. Figuren, unterschriebene Sachen. Ja, kann man sich alles hier zulegen. Es gibt auch Leute, da müsst ihr, glaube ich, 80 oder 100 Dollar zahlen, damit ihr ein Foto mit denen bekommt. So etwas bekanntere Wrestler, sage ich mal. Ich schaue mal, ob ich mit irgendeinem Foto mache. Wenn, dann muss es ein richtig cooler sein, den ich auch nochmal gefeiert habe. Das mit Chavo war gerade voll der Schock für mich, wie alt der schon geworden ist, wie schnell das geht. Ne? Aber ist schon cool hier, auf jeden Fall. Ich filme einfach mal ein paar Leute. Ihr könnt mal reinschauen, ob ihr die alle kennt. Das ist, ich weiß nicht, Ted. Ja, Mann. Krass, Leute, einfach alle hier. Da hinten, glaube ich, sind das die Hardys, Digga. Das ist Jeff und Matt Hardy, Alter. Krank. Legenden ohne Scheiß. Das sind zwei Legenden. Mal gucken, das ist voll die Schlange, Alter. Eieiei. Aber den muss man eigentlich schon mal ein Foto machen. Johnny! 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 Geil, Alter. Geil, Alter. Perfekt drauf gehabt, Alter. Geil. Ron Simmons? Alles so Maschinen immer noch, ey. Oh mein Gott, Legende. Rob Van Dam einfach. Rob Van Dam. Krank. Der ist geil, Mann. Die habe ich früher immer geschaut. Alter, wie alt die alle geworden sind, Mann. Verrückt. Rob Van Dam. Ey, wie geil. Hammer. Hammer. Boah, bei manchen geht mir echt das Herz auf, die zu sehen. Ohne Scheiß. Heftig. Matt und Jeff Hardy, Rob Van Dam. Vorne ist, glaube ich, noch Trish Travis. Die kennt ihr auch. Lita ist da. Aber die sind leider nicht an ihren Plätzen. Aber die haben auf jeden Fall hier einen Stand. Kennt ihr, glaube ich, ne? Trish Travis. Lita. Geil, Alter. Geil, 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 geil. Wen gibt es denn hier noch, Leute? Boah, irgendwas ist hier. Hier muss auch irgendein krasser sein, den man kennt. Guck mal, die Schlange. Die alle erwarten. Also, wen haben wir da? Oh, Ric Flair ist da. Ric Flair. Krass, Alter. Einfach Ric Flair. Steini sucht fleißig nach einer Autogrammkarte hier. Wen suchst du? Oder einfach nur gucken, wer da ist. Eieiei. Kannst du mir das Bett hängen? Mein Video ist ab 18. Hör auf damit. Hier in dem Merchstand gibt es überall so Plakate, die alle unterschrieben haben. Guck mal hier, 150 Dollar. Den haben wir ja vorhin gesehen drüben. 100 Dollar zeigt über drüber. 100 Dollar drüben auf dem Foto mit dem. Als hier eine Unterschrift zu nehmen. Ich bin eher der Fototyp, nicht Unterschrifttyp. Kennt ihr den noch, Alter? Krass, das ist schon heftig, oder? Alles original Unterschrift. Da ist ja so eine Folie nochmal drum. Boah. Krank, jetzt liegt hier einfach alles rum. Ich nehme das gleich alles mit. Hier auch überall. Verrückt. Das ist schon krass, Alter, wie die Amerikaner und so alle generell auf Wrestling abgehen. Das ist schon geil. Ich feiere das auch. Und man wird irgendwie so mit reingetrieben. Ich war ja ein bisschen abwesend, sag ich mal, was Wrestling angeht. Aber jetzt, seitdem ich wieder hier bin, ich bin voll drin, Alter. Ich fühle mich wieder wie damals, ohne Scheiß. Als ich damals den Fernseher angemacht habe, mit meinem Vater Wrestling geguckt habe, auf Tele5 oder wo das noch lief, fühle mich wieder komplett zurückversetzt. Und das ist echt brutal, dass die das geschafft haben, ohne Witz. Krass, sogar diese kleinen Figuren, die alle unterschrieben. Alter. Sehr geil. Boah, guck mal, guck mal, guck mal. Wie geil. Rey Mysterio. 80 Dollar mit Unterschrift. Ich krieg das eh nicht rüber nach Deutschland, ey. Ich hätte schon Bock, mir das zu holen. Rey ist mein absoluter Lieblingswrestler gewesen, ey. Weil mit Originalunterschrift hier. Rey Mysterio. Mann, ey. Ja, am Ende reißt mir den Koffer auf. So, Steini holt sich jetzt 10 Bilder. Steini, wie viele Bilder holst du dir? 10? Hä? Wie viele Bilder holst du dir? Ich hab gerade
12 Stück gehabt, jetzt bin ich schon bei 5. Okay. Aber hier wird noch ein CB gemacht, mindestens. Ja, die müssen uns mal angucken, die Bilder. Zeig ich mal her, da, was hast du Schönes? Boah, das würde ich nehmen. Ja, nicht wenn du den Preis siehst. 200? 400. Was? Ja, wegen Home. Oh shit. Was? Ja, das ist auch geil. Das ist nicht so teuer, oder? 130. Ja. Jay White, das werde ich safe mitnehmen. Das kostet geil. Nur 30. Die Unterschrift ist geil mit dem Gold. Ja, ja. All 125. Mhm. Das ist auch 65. Aber ich weiß nicht, ich könnte alle holen, aber will ich das? Also wenn ich mit Bargeld zahlen kann, können wir mit Bargeld wegwerden, aber. Stimmt, jetzt muss dein Bargeld loswerden. Da muss ich auf jeden Fall rein. Yes. Und Rock on Re Ripley ist halt auch. Aber das bringt er sich auch einfach rein. Yes. Aber das ist für Conny. Oh, geil, ey. Einfach rein in den Block. Ja, rein in die Futterluke. Boah, Kalle will jetzt ein Grußvideo für Eintracht Spandau. I do the video. Yes, do the video. Mit Enzo am Moment. Eintracht Spandau. Jetzt nehmen die Video auf für Eintracht Spandau. Geil, Alter. Mit Eintracht Spandau, Frau. Schau. Got problems with Eintracht Spandau. Boy, you already know. There's only one word to describe you, and I'm gonna spell it out for you. S-A-W-F-T. So, we're going to the finals. Take it over. Geil, Alter. Get the hell out of Spandau. Sehr, sehr geil. Oh, Wahnsinn, ey. Ist schöne Wetter und 6 Grad und überall WrestleMania gebrandet. Kalle hat auch sein Video mit Enzo Amore. How you doing? Oh, fine, brother, and you? Ja, Alter, so geil. Ich meine, es ist ein bisschen komisch. Man kennt das in Deutschland nicht, weil ich glaube, wenn wir in Deutschland irgendwie so $50 oder 50 Euro für ein Foto verlangen würden, würden die alle denken, bist du bescheuert. Ja. Wir sind natürlich auch nicht so diese Superstars, die man jetzt so international kennt. Aber ich glaube halt auch so, keine Ahnung, so ein, weißt du, gibt es so Rapper oder so, die auch so Geld verlangen? So, boah, das gibt's Luciano, so ein paar. Will der irgendwie Geld für ein Foto? Nein, ich glaube nicht, aber es gibt so Filmstars, da war ich ja auch gewesen, der von Prison Break zum Beispiel oder der von Star Wars, da habe ich auch 250 Euro für ein Foto gezahlt jeweils. Ja, aber das also ist für mich halt so ein Kindheitstraum, weißt du? Ja, und dann denkt man sich so, ja, scheiß drauf irgendwie, weißt du? Ja. Das ist so auch so einmalige Sache irgendwie. Und jetzt Kohle muss eh raus. Also was soll ich mit den Dollar zu Hause? Keine Ahnung, ne? Ja. Aber war cool, hat Spaß gemacht. Also von daher. Ja. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Hotel, werden noch ein paar Sachen essen. Zu Shake Shack wahrscheinlich. Aber hier, guck mal, dieser Ausblick. Super. Wow. Wow, wow, wow. Überlegt, das Foto wird auch mit eingefragt. Aber das super. Give me my money. Come on. Ja, ich bin zwar typisch. Oh, guck mal, was da rausgeflogen. Ja, Leute, war leider nicht viel, aber... Oh, yes. Let's go. So, wir waren jetzt gerade schön was essen, Leute. Werdet ihr dann im Video-Food-Vlog sehen bei Shake Shack. Wir haben es endlich geschafft mit unserem Trick. Wir stehen jetzt gerade hier irgendwo an so einem Platz, so einem Plaza. Alter, wirklich sehr geil. Guck mal hier, die Sonne strahlt. Ballert, Bruder. Ballert, Bruder. Sehr geil, Freunde. Einfach mal ein bisschen chillen, die Sonne genießen. Also ohne Scheiß, Wetter macht immer so viel aus. Wenn es jetzt hier regnen würde, wäre auch der Vibe ganz anders. Aber ist überall so. Wenn die Sonne scheint, dann ist super, egal wo man ist. Ne? Hier ist schon echt entspannt. Hier können sich die Leute hinsetzen, chillen. Ja, und später geht es dann zu WrestleMania Day Nummer 2. I'm running on inside, and a little extra für uns gewartet, der Bruder, ja. Korrekt. Viertelmeile rennen. Boah, richtig American Lifestyle hier, Leute. Irgendwo, boah, das erinnert mich an Spider-Man. Wo ist Peter Parker? Wir stehen hier mittendrin. Wow. Wow, wow, wow. Ich nehme jetzt gerade auch nochmal ein Foodie und einen Kalle auf. Das wird auch irgendwann kommen demnächst, Freunde. Also ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber ich mache gut Werbung dafür. Deswegen bleibt dran und checkt das gerne ab. Aber hier ist schon echt schön, was man hier alles sehen kann. Wir erkundschaften gerade so ein bisschen die Stadt. Überall hängt noch ein bisschen so WrestleMania-Werbung hier. Cody Rhodes. Ja, schönes Wetter haben wir erwischt zum Glück. Eigentlich war Bewölkung angesagt. Ja, Bewölkung, alles klar. Neues Wort davon. Alles klar, let's go. Nächstes Video abgedreht, Leute. Jetzt geht's wieder zurück zum Hotel und dann kommen die Shuttles und holen uns ab zu WrestleMania. Es ist so krass, wir sind hier einfach zwei Blocks weiter und keine Ahnung, direkt ist hier irgendwie ganz anderes Viertel, ja, Alter. Ja, ich schwör's dir, auf einmal hier direkt Krankenwagentransport. Das ist echt verrückt und zwei Straßen weiter unser Hotel, alles sieht super aus. Und hier ist alles so richtig abgecrackt. Einmal voll, kopf mich auch an. Ja, alles abgecrackt hier, Alter. Was geht hier ab? Ja, da sieht man eine Straße weiter und alles ist anders. Hier stehen die sogar mitten auf dem Zebrastreifen. Wer bist denn du, nette Dame? Hallo?
Nein, Spaß. Ey, Fado! Ja, jetzt haben wir rot, korrekt, dankeschön. WrestleMania Tag 2, das ist mein Outfit. Eieiei, die Jacke ist so geil, ne? Die war direkt weg. Die hat jeder gefühlt genommen, die gab es nur noch in Kindergrößen. Ernesto Valverde hat sie sich in seiner Größe gepackt. $225 hat der Stein hier vorgestreckt. Boah, der sieht brutal aus. Aber es wird leider zu kalt, dass ich nur so rausgehe. Ich will am liebsten so jetzt rausgehen, aber es ist zu kalt am Abend. Da ist ja alles windig und so. Deswegen muss ich da noch die dicke Jacke drüber anziehen. Wird zwar ein bisschen warm so, aber ist egal. Die Jacke ist Bombe. Vor allem guckt euch die mal hinten an. Sehr geil. Und jetzt geht's los. Royal Rumble, Digga. WrestleMania Tag Nummer 2. Let's go. Ich hab Bock. Gang, 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 gang. Und du? Was ist das denn? Wo ist die Jacke, Mensch? Ausnahmsweise. Nein, die hättest mir auch mal einen Schal mitbringen können. Den Schal? Für mich? Damit ich auch einen Schal hab. Für mich? Damit ich den anziehen kann. Wir waren zusammen im Shop, das ist selber ausgeliehen. Aber ich meine, das Ausleihen für heute. Wie? Den hast du doch? Den grünen. Jetzt hab ich was gesagt. Aber Ellen kommt doch heute. Ach, alles gut, alles gut. Warten jetzt auf das Shuttle, Leute, und dann geht's los. Nein, alles gut. So, Freunde. Das Outfit sieht geil aus, ich feier das. Ich hab trotzdem Jacke mitgenommen, das wird zu kalt, sei ich ehrlich. Wir fahren jetzt gleich mit den ganzen Leuten von 2K mit Shuttle rüber nach WrestleMania. Let's go. Wir sind da, Leute. Guck mal das Wetter. Boah, Sonne scheint. Hammer, Hammer, Hammer. Was ein Feeling, was ein Feeling. Bei dem geilen Wetter, Freunde, guck mal. Da ist das Stadion, wir gehen jetzt rein. Da das andere und da ist das schöne Wetter. Verrückt. Let's go, Freunde, let's go. Sieht schon cool aus, alle mit der Jacke hier. Scheiße, muss das sein. Boah, was für ein geiles Wetter. Ich hoffe, das bleibt so warm. Aber es wird später so kalt, deswegen Safety First, Jacke mitnehmen. Lieber nochmal sicher, anstatt später frieren. Ne? Weil das geht ja bis 0 Uhr oder so. Und dann mit dem Wetter da auszuhalten, ganz schwierig, Leute. Ich bin gespannt, was heute alles abgehen wird. Ich glaube, heute wird es doch mal viel krasser. Weil viele haben gestern auch geschrieben, ja, war keine Show, es war irgendwie ein Kampf nach dem anderen, kein Entertainment. Aber ich glaube, heute bei Tag 2, da werden die jetzt richtig auf die Kacke hauen. Die müssen auf die Kacke hauen. Weil auch die anderen Steine so haben gesagt, man hätte sich auf jeden Fall mehr erwartet. Ne? Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen, aber für mich war es trotzdem so oder so mega. Also unvergesslich schon bis jetzt, bisher. Ja. Und da sind wir wieder. Different day, same spot. Boah, sieht das jetzt noch mal geiler aus. Ja, mit dem Gerüst hier vor auf jeden Fall. Guck mal, alles voll wieder. Lincoln Financial Field. Oh, it's over. Junge, Junge, die Gang. Schon wieder der Aramark ist da am Start. Pay your workers. Ja, aber die Wand ist auch sehr geil hier. Guck mal die Wand, Freunde. Boah. Ja, bald, bald. Nachdem ich hier weg bin. Oh, wir können hier durch, ne? Ja. Ja, die haben uns vergessen. Schade. Geil, Alter. Ist das ein Nissan GT-R? Ja, ne? Oh yeah. Was ein Wagen. Was ein Arsch. Slim Jim auch noch wieder. Boom. Da sind wir wieder, Freunde. Gerade frisch ins Stadion reingekommen. Ich habe euch ja schon im anderen Vlog gezeigt, wie das hier alles abläuft und so. Deswegen brauche ich jetzt nicht immer alles zeigen. Aber wir sind wieder hier. Und da gibt es auch eine schöne Steinofenpizza wieder. Weil die Pizza war nicht so geil hier, sage ich euch ehrlich, im Stadion. Die war ganz schwierig. Aber es ist echt sehr schön hier innen eingerichtet alles. Mega geräumig. Aber Essen, ja, muss man nochmal überarbeiten hier, würde ich sagen. Wir gehen jetzt weiter, let's go. Oh yes. Da, Freunde. Wir müssen jetzt noch einmal außen rum gehen. Dann sind wir wieder an den Plätzen. Wir sitzen genau da, wo wir beim anderen Block waren. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu WrestleMania Tag 2. Wir sind da. Aber guckt euch meinen Himmel an. Let's go. So, meine Damen und Herren. Same place, different day. Kalla ist auch am Start. What's up, what's up? Wir haben uns was Genüssliches gegönnt, zeig mal her. Heute nur die leichte Version, aber ein schönes Bud Light. Ja, ganz entspannt, Leute. Kraut? Krautsalat? Für den Kraut. Gleich geht's los, Freunde. Guck mal, dieses schöne Wetter. Oh yes! Man hat hier wenigstens so Dinger, wo man Sachen und Getränke abstellen kann, aber die nehmen einfach die Deckel ab, da musst du raus, keine Ahnung, so ein Molotow-Digga, was ist das denn? Du musst einfach das Papier füllen, damit das zu bleibt. Du kriegst den Deckel nicht, der wird weggeschmissen. Oh mein Gott, Tür voll! Geil, Alter. Da ist er.
Der Weekend-Song Gasoline, das ist die Hymne. Ja, Mann, das ist einfach, die Hymne. Wie wir jedes Mal immer mitweifen. Geil, Alter. Geil. Orchester dabei, ey. All den Schwertern da, ey. Eieieiei. Was geht denn da ab, Alter? Was ist das für ein Zirkus? Hä? Ist das Moments oder was, Digga? Erstes Match geht jetzt gleich los, Freunde. Guck mal, was da abgeht, Mann. krank. Jetzt geht's los, erster Kampf. What the fuck? Oh mein Gott! Was? Der hat sofort seinen Finisher gemacht. Wie der Finisher? Sofort! Digga, Dreckfinisher! Alter, was? Was? Der wollte Double Finisher? Was? Oh! Bam! Geiler Startkampf bisher, oder? Digga, der hat einfach, während er da gerade gekämpft hat, der Drew McIntyre hat Seth Rollins durch die Gegend gespitzt und hat dann von irgendjemand das Handy genommen und hat getweetet, Junge, einfach mega krank. Mega krank. Erstes Match direkt Bombe. Macht er nicht. Oh shit. Digga, was ist das für ein krankes erstes Match? Sei mal ehrlich, Alter. Es geht richtig ab. Wahnsinn. Ganz anders als gestern. Da haben die bitte gemacht.
Punk! CM Punk! CM Punk! CM Punk! CM Punk! Was? Digga! Baby Free! Er hat's gecallt! Ich wusste es! Ich wusste es! Er hat's gecallt! Was geht hier ab, Mann in der Band? Damien Priest is coming! Oh mein Gott! He's finally had a big contract! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Niemals, niemals! One, two! Alter, im Rückwärtsgang.
Da ist auch Randy Orton. Komm rein. Geil, Alter. Geil. Komm, steig ein. Jawohl, Alter. Ist das geil, Alter. Ist das geil. Let's go. Toilette, jetzt ist der Frauenkampf und danach kommt das Main Event. Ich muss sagen, heute einfach schon 10-mal geiler als gestern die Kämpfe bisher. So spannend und so geil, so viele Überraschungen. Vor allem der erste Kampf war echt krank, Alter. Wie der dann das Cash-In macht, wie man das nennt, und dann das einlöst, die Titel noch holt, das ist Wahnsinn. Dann war auf einmal noch Speed hier, Triple Threat war ein geiles Match. Ich freue mich aber unnormal aufs Main Event. Ich kann euch leider nicht so viel zeigen von den Szenen. Ich weiß nicht mal, ob ich euch irgendwas zeigen kann von den Szenen hier, die ich aufgenommen habe. Ich nehme am liebsten einfach auf und wenn es klappt, dann klappt, wenn nicht, dann nicht, Leute. Deswegen schauen wir mal, ob das hier in dem Video zu sehen sein wird, was alles ich gefilmt habe. Ich kann nicht mal mehr Deutsch reden, Alter. Es ist so geil, Leute. Wirklich, es ist gerade... Ich bin einfach glücklich, Alter. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal solche Gefühle hatte, dass ich einfach mal wieder glücklich bin und an, keine Ahnung, an nichts anderes denken kann. Einfach mal abschalten kann und einfach hier das alles genieße. So. Das ist Wahnsinn. Kommt gerade alles aus dem Bauchgefühl, Alter. Wirklich. Bombe. Und jetzt gehe ich rein und genieße den Rest, Mann. Ich freue mich. Einfach Snoop Dogg hier! Snoop Doggy Dogg! Now I'm here to announce tonight's attendance. Tonight's attendance is 72,755. Viewers! Signal Iduna, passt mehr rein! Can we have a toast to the city of brotherly love one time? 72.755 Zuschauer. Is anybody out there ready for the main event? Yeah! Hell yeah! Hell yeah! Hell yeah! Awesome! Hell yeah. Awesome! Which brings me to our two-night total. The two-night total is 145,420!
Der Rock und John Cena!
mein Gott! Ich kann das nicht glauben, Alter. Was sehe ich hier live? Live! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist das krank! Bitte, ich kann in Ruhe sterben! Wahnsinn, Alter, Wahnsinn, 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 dass ich das hier erleben darf, ne? Wirklich unglaublich. Unglaublich, Leute. Es ist vorbei. Ich kipp hier fast um, Alter. Ich kann nicht mehr. Wahnsinn. Leute. Leute, wir stehen jetzt hier draußen am Stadion. Wir müssen später reden. Unglaublich. Ich mache seit 9 Jahren WWE-Videos auf dem Gaming. Ich habe WWE angefangen zu schauen 2005. Ab und zu geschaut, so die Main Events und alles, die großen Sachen, aber was das heute mit mir gemacht hat und was, wie das wieder mein Wrestling-Herz aufgeschlagen hat, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich muss das erstmal verarbeiten und realisieren. Ich muss mir das in Ruhe zu Hause auch nochmal alles angucken. Die ganze WrestleMania, dass ich hier dabei gewesen bin. Scheiß mal auf alles andere. Das sind Momente, die kommen nicht zurück. Kannst du sonst was machen? Das geht nicht. Das ist unglaublich.
Wir sehen uns später. Der letzte Tag ist angebrochen in Philadelphia. Es ist Montag. Für mich geht es heute Abend nämlich weiter nach Madrid. Dort werdet ihr dann einen neuen Vlog sehen zum Spiel Atletico gegen BVB. Ja, heute wird es nochmal schön warm hier. Ich glaube bis zu 18, 19 Grad. Deswegen heute nur die Jacke hier an, auf entspannt. Wir gehen heute auf jeden Fall ein bisschen Sightseeing machen. Also werden zu den Rocky-Treppen gehen. Wir werden nochmal in die WWE World gehen. Vielleicht hole ich mir dann nochmal einen Pulli, den ich unbedingt haben wollte. Da werden wir nochmal den besten Philly Cheesesteak probieren. Da werde ich auch nochmal ein Video zu machen. Ich hoffe, der hat auf und es ist nicht so voll dort. Da bin ich gespannt. Original Philly Cheesesteak. Und ja, Leute, ich würde sagen, ich nehme euch mit in den Tag und ich kann immer noch nicht glauben, was gestern Nacht abging, Leute. Das seht ihr alles gerade in diesem selben Video. Also was da abging, WrestleMania, Tag 2. Unglaublich, ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Boah, ich feiere dieses Outfit so sehr, ne? Das ist echt geil, diese Jacke mit der schwarzen Hose. Sehr, sehr geil. Okay. Leute, wir gehen jetzt runter zu den anderen und dann sehen wir uns gleich. Wir sind wieder in der WWE World. Ein letztes Mal. Heute ist der letzte Tag. Ich bin auch das letzte Mal jetzt da. Und wir gucken mal, was wir jetzt hier noch machen. Vielleicht machen wir noch einen Entrance. Ich mache den neuen El Rilla-Einlauf gleich. Die Jungs auch alle am Start hier. Letztes Mal. Ein letztes Mal, Jungs. Come on. Der Fleischkönig, ja. Der Cheese-König bin ich. Der Fleischkönig aus Philadelphia. Wahnsinn, was das hier wieder für eine Schlange ist, ey. Wie viele Leute warten, da reinzukommen. Es ist gut, dass wir dieses Bändchen hier haben, ey. Oh mein Gott. Letztes Mal. Boah, guck mal, wie viele Leute warten, Alter. Krass. So viele Leute sind da. Verrückt. Und wir gehen jetzt rein. Das letzte Mal, Mann. Ich bin traurig. Boah, this is so real. Geil, Leute. Ein letzter Walk hier durch. Team of the Year. Geil. Oh, und hier können wir jetzt gleich Entrance machen, Leute. Wie geil das aussieht. Moment. Geil, Alter. Was ein Gang, ne? Dieser Gang ist so heftig. Gerade unsere Entrance ist hier. Guck mal hier. AKO! Freunde, wir haben gerade diesen Entrance gemacht und einfach John Cena gemacht. Das war so geil, ey. Ich muss euch das einblenden. Hier kann man seinen eigenen Entrance machen. Einfach John Cena gemacht mit Sü und allem. Das war so geil, ey. Alter, wie die Leute alle hier mitmachen, ne? Die feiern dich richtig. So. Ey, ist alles so geil, ne? Das ist so eine eigene Community für sich. Jeder mag jeden. Egal woher man kommt, Digga, das liebe ich an WWE, ne? Wirklich, Fans aus aller Welt sind da, alle verstehen sich, alle haben Spaß miteinander. Und ich habe auch den Spaß meines Lebens hier, ohne Scheiß. Unglaublich. Die Jungs wollen sich jetzt hier ein Tattoo stechen lassen, wegen WrestleMania, weil das Krasseste war seit langem, als Erinnerung. Ich habe ja noch gar keine Tattoos, deswegen ich möchte mir kein Tattoo stechen lassen. Macht ihr euch jetzt ein Tattoo, Steini? Aber NWO ist zu krass. Alter, was willst du machen? NWO, Alter, for life. Steini, du auch? For life. For life? Ja? Ich warte nur, dass einer Dings, ich ziehe sofort nach, habe ich gar kein Problem mit. Ja, ich habe ja keine, sonst hätte ich eins gemacht, aber ich kann nicht mein erstes Tattoo hier machen, oder? Kannst du das auf den Rücken machen? Boah, das ist ja, Mann. Eieiei. Niemals. Doch. Lässt du tätowieren? Ich lasse mich jetzt bei ihr tätowieren. Was machst du denn? NWO. Nee. Doch. Wohin? Hier. Alter. Ja. Ich bin gespannt. Ich habe mich seit, glaube ich, 8 Jahren nicht tätowieren lassen. 8 Jahre nicht? Also, mal gucken, wie es wird. Ja, aber so ein Event ist doch was Besonderes, oder? Das bleibt für immer in Erinnerung. Ne? Es bleibt für immer, aber es ist auch mein Leben lang liebe ich die schon. Meine Oma hat mir die damals gezeigt, weißt du, deswegen... Ja, safe. Gönn dir. Der Kalle lässt sich da echt gerade ein Tattoo stechen. Ich komm nicht klar, Alter. Der macht sich da ein Tattoo. Heftig, Alter. Der macht sich hier ein Tattoo. Ich dachte gerade, das ist Steini, Alter. Ach, du Heiliger. Krass. Eieieiei. Er hat's getan. Ich hab's wirklich getan. Kalle hat's getan. Heftig, Alter. NWO. Ich find's sehr gut geworden, oder? Geil, ey. Ich habe einmal kurz überlegt, ob ich es lila mache tatsächlich. Mhm. Also, dass ich den Schriftzug lila mache, weil es halt dann zu dem anderen lila passen würde. Aber original ist original. NWO ist NWO. Awesome. Ja. Nächsten zwei machen sich ein Tattoo. Wie läuft's? Easy. Alles gut. Stark. Kann mich nicht beschweren. René auch. Erstes Tattoo hier. Wahnsinn. Ein paar Ständen sind auch nochmal Superstars am Start. Zum Beispiel Jay Uso ist jetzt gleich auch nochmal hier irgendwo. Randy Orton kommt, ja, muss man überall Geld für zahlen, ne? Ohne Ende.
Ja, das war's jetzt erstmal aus der WWE World. Krass hier. Und jetzt gehen wir nochmal in den Superstore, gucken wir mal, ob wir vielleicht noch ein paar Klamotten finden. Ne? Also alleine die Jacke, die ist so eine Erinnerung für dieses geile Event. Und die haben das auch wirklich richtig geil hier aufgezogen. Also wirklich sehr schön. Geräumige, riesige Halle, viele coole Stationen. Und ihr könnt auch gerne bei Instagram meine Feedposts abchecken. Ich bin echt überwältigt. Guck mal, normalerweise realisiert man Dinge erst, nachdem man wieder zu Hause ist. Aber ich realisiere schon hier, wie krass das ist. Und das habe ich selten. Normalerweise kommt das immer alles. Kennt ihr das? Wenn ihr im Urlaub seid, dann nach ein paar Wochen denkt ihr euch, boah, war das geil dort. Und das habe ich jetzt einfach schon hier. Unglaublich, Freunde, unglaublich, ja. Wir gehen jetzt gleich auf jeden Fall noch, wenn es klappt, hoffentlich zu den Rocky-Treppen und werden nochmal das beste Philly Cheesesteak in Philadelphia essen, ja. So sieht der Plan aus. Und jetzt verabschieden wir uns erstmal hier und gucken noch, ob wir vielleicht was Schönes zu kaufen hier drinnen finden. Oh, Junge, das sieht so geil aus hier. Guckt euch das mal an, Hulk Hogan, alle am Start. Wow. Geil, Alter. Kindheitstraum, ne? Ey, früher habe ich mir so einen Schuhkarton genommen und meine Actionfiguren sind dann da so auf den Schuhkarton aufgelaufen. So, und ich habe so einen Kassettenrekorder gehabt, da habe ich immer aus dem Radio Musik geklaut. Und dann habe ich quasi so die Entrance gemacht. Geil, geil, Alter, geil. Oh mein Gott, guck mal hier, Leute, was hier für geile Figuren ihr überall habt. Das ist schon heftig. Ich weiß noch, früher wollte ich das auch mit Dragon Ball. Guck mal, das ist Ray. Lucha Libre. Wow, schon geil, Alter. Ist echt heftig hier. Guck mal, überall hier auch nochmal. Ja, Mann. Hier sind noch weitere von denen. Guck mal da. The Rock, Eddie Guerrero. Oh, heftig, Leute. Guckt euch das mal an. Eigentlich schon ein Traum, so ein Ding zu Hause zu haben mit so mit den Figuren. Ja, auch so eine Vitrine. Mega. So, ja, Mann. So eine geile Vitrine mit den Dingern. Ist schon geil. Boah, hier sind auch nochmal richtig viele drin. Junge, Junge, ich kann gar nicht aufhören zu filmen. Hey. Erstes Tattoo oder was? AKO. Schiene. Viel noch drumherum machen. So. Geil. Ich bin für den Start okay so. Erstes Tattoo, Alter. Respekt, dass man sich das hier machen lässt. Also, erstes Tattoo muss man sich erstmal trauen. Muss man sich erstmal trauen. Bei mir sieht das ganz anders aus als bei mir so mit dem. Und? War schmerzhaft? René? War schmerzhaft? Nein. Also, irgendwann so, wenn du länger dann natürlich auch so ein bisschen schön bist schon. Ja. Aber jetzt nicht so, dass ich da irgendwie, also so, dass ich da ausstehen wollte und wegrennen wollte oder so. Also, oh, Respekt, erstes Tattoo hier, schon krass. Ich bin ein bisschen nervös, aber es liegt hinten rein, aber ich freue mich sehr, ich freue mich sehr. Geil. Es ist auf jeden Fall keine, ich bereue es nicht, sagen wir es mal so. Ja. Steini, wir haben keins gemacht, Steini. Ja. Am letzten Tag nochmal so ein Wetter, diesmal ist es wirklich warm, wir haben hier 17 Grad. Sonst war immer Sonne und es war 6 Grad, aber so ist jetzt gerade richtig schön warm. Pferde sind hier. Geil, Alter. Und jetzt geht's zurück ins Hotel. Ich will unbedingt die Rocky-Treppen sehen und dann das Cheesesteak essen. Das muss ich auf jeden Fall noch machen, bevor ich fliege. Unbedingt. So, Freunde, wo sind wir hier? Wer kann den Spot erraten? Wer erkennt die Statue? Krank, da muss man sich einfach anstellen für. Und das sind die Treppen, Alter. Heftig, Alter. Wir sind jetzt hier bei den Rocky-Statuen. Heftig. Ey, kack ab. Ey, wie geil ist das bitte hier, dieser Spot mit dem Wetter jetzt gerade noch. Dann diese typische Eiswagenmusik. Kennt ihr noch von GTA? YC, die mit Eiswagen unterwegs, die Mission. Oh, wie schön das aussieht. Da hinten die Wolkenkratzer. Da ist die Rocky-Statue. Bam. Geil. Da ist Jay. Sieht aus wie aus der Matrix, Alter. Mr. Anderson. Hier ist der Salt Installer. Geil, guck mal. Bam. Hammer, Alter, die Statue. Ernesto läuft gleich die Treppen hoch. Geil, geil, geil. Vielleicht krieg ich ja noch ein bisschen mit drauf. So. Selfie-mäßig. Oder die stellen sich da einfach kilometerlang an, Alter. Ein Foto mit der Statue, das ist doch verrückt. Ich mache einfach so ein Selfie hier. Ich bearbeite mich da rein mit Photoshop. Oh, ist das geil, Alter. Die Treppen. Steini, die rennen wir jetzt hoch, ne? Hand in Hand. Eigentlich musst du die einmal hochrennen, ne? Ja, safe. Safe, safe, safe. Da sind die Rocky-Treppen, Freunde. Nur die Aussicht hier. Wow. Wow, 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 wow. Wirklich eine schöne Stadt. Richtig geil, so. Nestor Valverde ist da. Bei Rocky. Boom!
Freunde, ich bin gerade hier die Treppen hochgerannt. Ich kann nicht mehr. Wir haben es geschafft. Alle Treppen hochgelaufen. Guck mal jetzt, was ich für einen geilen Shot mache. Guckt euch das an. Ich zoome ran. Das sieht jetzt aus wie ein Film. Als wäre ich gerade im Kinofilm, Blockbuster. Und guck mal jetzt, dieser Zoom-Out. Festhalten. Wow. Einfach wow. Das ist schon krass, wenn man die Filme sieht und jetzt selber hier oben steht. Wir haben auch noch richtig geiles Wetter. Letzter Tag. Also der Trip, der lief einfach perfekt. Keine Schwierigkeiten, null Probleme. Einfach. Einfach nur geil. Einfach geil. Wisst ihr, was das auch ausmacht? Das Wetter macht sehr viel aus. Ne? Aber auch die Menschen hier, die sind alle so locker, so offen. Keiner spießig und keiner guckt dich so herablassend an. Alle sind gut drauf, grüßen dich, reden mit dir. Ist wirklich sehr, sehr schön. Und das war es auf jeden Fall an der Stelle von den Rocky-Treppen. Ernesto Valverde ist da. Ja. Emre, wir wollen Gruppen. Emre? Wir wollen ein Gruppenbild machen. Der heißt, okay, komm, machen wir ein Gruppenbild. Jetzt geht's wieder runter. Junge, als ob ich so ein Training absolviert hätte. Ich bin einfach nur ein paar Stufen hochgegangen. Aber Leute, ich muss echt wieder Ausdauertraining machen. Wenn ich jetzt meine Kondition vergleiche mit damals, vor 12 Jahren, 2012, da war so die Prime-Zeit von Ernesto, Fußball auch und so, und was Training angeht. Digga, da konnte ich ohne Ende laufen, ohne Ende. Und jetzt komme ich nicht mal mehr Treppen hoch. Ja, ist schon echt traurig. Muss man aber ändern. Vielleicht war das jetzt genau die Motivation, einen Schritt zu ändern im Leben, einen anderen Weg einzuschlagen. Oh, ich werde richtig motivierend hier. Ich muss weg hier. Sylvester Stallone war auch hier gerade. Eieiei. So, Freunde, Food-Video ist gerade in Machung. Wir essen gerade Chili Philly Cheesesteak. Chili Philly Cheesesteak. Gerade auf Chili Milli. Chili Milli? Ja. Aber wenn du Chili Cheesesteak, nee, wenn du Chili Steak sagst, dann ist ja schon Philly Cheesesteak. Weißt du? Chili. Ich hab dich sagt voll oft. Philly Cheesesteak, Alter. Ja. Das ist schlimmer. Video kommt, Leute, Video kommt. Chili Cheesecake. Das wird auf jeden Fall ein geiles Video. Wir waren nämlich gerade hier bei Pets and Kings of Steaks. Da sitzen die Jungs noch. Und wir vergleichen das jetzt mit Gino's. Also das sind die zwei besten Cheesesteak-Läden hier in Philadelphia. Nebenbei wird hier noch ein bisschen Basketball gespielt. Video wird auch die Tage irgendwann online kommen. Aber geiler Vibe hier irgendwie, Alter. Da ist noch so ein Fußballplatz, hier Basketball, dazwischen so die Dinger. Aber ihr merkt schon, hier ist eine ganz andere Gegend, Leute. Hier ist schon echt, sieht ganz, ganz anders aus als da, wo wir unser Hotel haben. Das ist so ein bisschen hier ein Crack-Gegend, sag ich mal einfach. Ich hab's ja auch nicht. Was für ein Auto, Alter. Geil. So, das war das letzte Essen. Jetzt geht's zurück nach Madrid, beziehungsweise weiter nach Madrid. Und wir haben hier gerade einfach eine Sonnenfinsternis. Das passiert auch nicht jeden Tag. Einfach, die Sonne ist weg. Es wird gleich komplett dunkel hier. Man darf auch nicht reingucken und sowas. Wusste ich gar nicht, dass hier sowas abgeht. Aber ey, Video wird geil, wo wir beide Steak-Dinger testen. Bin gespannt. Jetzt geht's leider zurück. Die Jungs gehen noch zu Raw. Ja, bitteschön. Bitteschön. Danke. Bitteschön. Bei Emre bin ich hier. Gino's, Bruder. Gino's Beste. Jawohl. Ich muss kacken. Meine Damen und Herren, der Koffer ist gepackt. Es geht jetzt nach Madrid. Das war's an dieser Stelle aus Philadelphia. Und somit geht auch der letzte Vlog zu Ende. Es werden natürlich noch coole Essensvideos kommen. Also ist nicht das letzte Video hier aus Philadelphia, aber es ist der letzte Vlog vom Wrestling-Event. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe es schon, glaube ich, mehr als genug ausgedrückt anhand von meinen Emotionen und Sachen, die wir erlebt haben. Es war wirklich ein unvergesslicher Trip. Wir hatten eine sehr, sehr geile Truppe am Start, wirklich. Also alle, die dabei waren, super korrekt, super herzlich. Man hat sich auf Anhieb verstanden mit allen. Und ich habe mich auch gerade verabschiedet von den Jungs und Mädels. Und ja, alle waren so ein bisschen traurig, dass ich heute schon weg bin. Ich bin auch traurig, hätte gerne noch Raw heute gesehen. Aber ja, geht leider nicht anders. Es war wirklich ein super Trip und danke auch an euch da draußen, die mir das alles überhaupt hier ermöglichen. An dieser Stelle, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe, aber ja, ich bin ein dankbarer Mensch und ohne euch wäre ich hier einfach nicht gewesen. Das muss man einfach so sagen. Wenn man so überlegt, damals als kleines Kind angefangen Wrestling zu schauen, jetzt bin ich hier beim größten Wrestling-Event und erlebe auch noch das mit krasseste WrestleMania, was es in den letzten Jahren so gab. Das ist schon Wahnsinn. Deswegen, Freunde, ich hoffe, euch haben die Vlogs gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, es wird auch kein Video gesperrt oder Sachen gekürzt oder so. Falls ja, tut es mir leid. Oh ja, das war's aus Philadelphia. Ernesto Valverde verabschiedet sich. Haut rein, Leute, und ciao.